Du möchtest eine Probestunde in einer Tanzschule machen, weißt aber noch nicht so recht, wie du das Ganze handhaben sollst, dann ist das Video auf jeden Fall für dich. Was geht ab? Mein Name ist Jess. Ich bin neben Social Media noch als Tanzlehrerin tätig und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, mach auf jeden Fall das Plus weg. Meine erste Tanzstunde ist schon sehr, sehr lange her. Da war ich 6 Jahre alt. Ich bin einfach in einen Kurs reingeworfen worden. Ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Ich kannte niemanden. Ich fand die Lehrerin irgendwie auch ein bisschen strange und das Erlebnis war auf jeden Fall ziemlich traumatisierend für mich und ich weiß nicht, warum ich weiter getanzt habe und das wollen wir bei dir natürlich nicht. Wir möchten natürlich, dass du eine schöne erste Tanzstunde hast und deswegen kommen jetzt hier ein paar Tipps von mir. Bevor du dich einfach in irgendeine Tanzschule anmeldest zum Schnupperkurs, weil der einfach gerade so in deine Alterskategorie passt, denk vorher genau nach, was du vielleicht tanzen möchtest und auf welchem Ausbildungsstand du bist. Wenn du zum Beispiel ein riesengroßer K-Pop-Fan bist, die Musik gerne hörst und auch die Tänze dazu tanzen möchtest, wäre es dann vielleicht nicht von Vorteil, eine Tanzstunde zu nehmen, wo urbane Hip-Hop-Basics unterrichtet werden. Der Kurs kann dann noch so gut sein, der Lehrer kann es noch so gut erklärt haben und der Vibe kann noch so gut stimmen, es ist dann nicht das, was du eigentlich suchst und dann bist du einfach so im Unterbewusstsein vielleicht so ein bisschen unglücklich. Um sowas vorzubeugen, sollte man natürlich gut recherchieren. Man kann das auf Google machen, auf TikTok, auf Instagram. Tanzschulen in der Nähe suchen ist, glaube ich, das Einfachste, was man machen kann. Da sind so viele Schulen dann aufgelistet. Aber man sollte vielleicht explizit mal in dieses Kursangebot schauen, ob da dann der K-Pop-Dance, den du dir wünschst, auch vorhanden ist. Wenn da nichts Genaues zu einem Tanzkurs steht, steht auch nichts im Wege, da einfach mal anzurufen, zu fragen, hey, bietet ihr zum Beispiel K-Pop-Tänze an? Ah, habt ihr das nicht? Okay, was ist denn sowas Ähnliches, was mir vielleicht gefallen könnte? Also ihr könnt da auch sehr, sehr gerne anrufen, vorbeigehen und euch einfach mal beraten lassen, was vielleicht zu euch passt. Ganz, ganz wichtig ist natürlich auch zu wissen, auf welchem Ausbildungsstand ihr seid. Wenn ihr also blutige Anfänger seid und noch nie vorher getanzt habt, bringt es nichts, in eine Masterclass von einem crazy Star-Choreografen zu gehen, wo ihr dann überhaupt nicht hinterherkommt, wo die Schritte natürlich viel cooler sind, weil alles schneller und technisch geiler ist und so. Aber es bringt natürlich nichts, wenn ihr dann nicht hinterherkommt, dann seid ihr nämlich total enttäuscht. Und seid auch wirklich ehrlich zu euch. Es heißt nicht, nur weil ihr irgendwie diese TikTok-Tänze so schnell lernen könnt, dass ihr dann auch wirklich das richtige Tanzen auch direkt beherrscht. Hier ist mein Tipp also, das sage ich auch immer sehr, sehr gerne den Schnupperschülern, die zu uns in die Tanzschule kommen. Probiert euch durch. Es gibt meistens eine kostenlose Probestunde. Ich bin aber der letzte Mensch, der irgendwie sagen würde, nein, du darfst jetzt nur eine einzige Stunde Probe tanzen und dann musst du dich anmelden. Probier wirklich einfach mal mehrere Kurse aus, bei mehreren Lehrern auch. Nimm vielleicht eine Freundin mit, dann fühlst du dich ein bisschen sicherer, dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen quatschen oder so. Schau einfach ganz genau hin, was gefällt dir nicht. Probier dich durch, informier dich vorher, was möchtest du tanzen, was nicht. Und dann sollte dem Ganzen auch nichts mehr im Wege stehen. Was sollte man noch bei einer ersten Tanzstunde beachten oder generell bei Tanzkursen? Nehmt euch auf jeden Fall Wechselsachen mit. Tanzschuhe sind immer sehr, sehr gerne gesehen, beziehungsweise Schuhe, die man nicht auf der Straße anhat, weil dann sind die dreckig, dann wird der Boden schmutzig und so. Nehmt euch auf jeden Fall was zu trinken mit und vielleicht irgendwie ein Handtuch oder so. Je nachdem, wie anstrengend der Kurs ist, könnte man auch mal schwitzen. Und Leute, vor allem ganz, ganz wichtig, vergesst niemals, der noch so krasseste Tänzer war auch mal ein ganz, ganz blutiger Anfänger. By the way, falls dieses ganze Live-Tanzen oder in Gruppentanzen für euch nichts ist, es gibt auch Privatunterricht, wenn man sich vielleicht noch nicht direkt so traut, in eine Masse reinzugehen. Es gibt sehr, sehr coole Online-Tutorials. Damit kann man natürlich auch erstmal starten, um sich so ein bisschen reinzufinden.